Ja, es ist halt, außer dass ich eine Slowenin war, und dann waren schon Konflikte auch. Sogar mit den Slowenen habe ich Konflikte gehabt, die auch nicht verstanden haben, warum ich so politisch Interesse habe und warum ich so für die Slowenen bin und so weiter. Und also von die Enttäuschung war schon groß, wenn der Krieg aus war und die Engländer kamen und uns wieder so behandelten wie Feinde und wir nicht einmal in die Kirchen durften mehr ohne Ausweise und so weiter. Wir waren auch von den Engländern sehr diskriminiert. Die Engländer haben wir uns, wie sie das erste Mal kommen, sind zu diesen Bauern bewaffnet und streng. Und da haben wir als ich als Kind gedacht, ja, der Krieg ist ja wohl aus und warum geht der Krieg weiter? Ich habe das nicht verstanden, wenn der Krieg aus ist und noch bewaffnete Männer zum Haus kommen. Obwohl wir die Engländer früher als Verbündete und Helfer und so gekannt haben, war das später eine große Enttäuschung. Ich verstehe das noch heute nicht, warum die Engländer so, die waren so von die, die haben sich so lassen von den Nazis beeinflussen. Und da waren wieder nur die Feinde, nur die Partisanen und die Slowenen.